Hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt auf meinem Kanal. Es ist Zeit für The Journey. Jetzt gab es eine Abstimmung. Leider haben nicht so viele teilgenommen, aber die Abstimmung war dann ganz deutlich. Wir spielen The Journey. Und ich denke, auch heute wird die Folge schon ein bisschen länger gehen. Ich habe mir einen Wecker gestellt für 13.35 Uhr. Da ist die Folge zu Ende. Das heißt, sie wird dann sowas um die 45 Minuten lang sein. Und das ist auch mein Ziel. So zwischen 45 Minuten und einer Stunde soll die Folge lang sein. Einfach damit wir vorankommen, schnell vorankommen in The Journey. Und vor allem, damit die Karrieren nicht so stocken. Das heißt, es wird wahrscheinlich mal eine Folge oder höchstens zwei Folgen in der Woche kommen. Aber das, denke ich, ist machbar. Es geht rein in The Journey. Nachdem mir niemand geschrieben hat, welches Team wir nehmen sollen, entscheide ich das jetzt einfach mal für mich. Unser Lieblingsverein. Bei meinem Privaten habe ich Liverpool mal genommen, weil Liverpool halt, ja, so, zu denen habe ich so die meisten Sympathien. Ja, Jürgen Klopp, 18 Titel. Ja, aber ist ja die Frage, was wir machen. Tottenham ist auch geil. Ja. Everton. Wähle deinen Premier League Lieblingsverein. Ja, es ist der FC Liverpool, aber das finde ich jetzt ein bisschen zu langweilig, weil schon wieder den zu nehmen. Deswegen entscheide ich mich für Tottenham Hotspur. Jetzt habe ich es gar nicht gelesen. Aber ihr könnt auf Pause machen und euch nochmal lesen. Sorry dafür jetzt erstmal. Ich wollte jetzt eigentlich noch da vorlesen, was darin steht. Ich weiß, wie der Journey abläuft. Ich habe ihn, wie gesagt, privat schon einmal komplett durchgespielt. Deswegen für mich nichts Neues. Gehen wir rein in The Journey. Los, Alex! Noch eine Minute. Spute dich, Alex, na mach schon. Was war das denn? Jetzt fall doch nicht hin, Alex! Eine Blamage! Machst du Witze, Harold? Hey, Schiedsrichter! Es war ein Foul! So ein Pech, Mann. Jetzt gibt's Elfmeterschießen. Danke, Gess. Siehst du, George, hab doch gesagt, der Junge hat Talent. Mein Sohn fällt doch nicht so einfach hin. Eine Schande ist das. Also hör mal, wenn du so über unseren Jungen redest, dann solltest du lieber... Geh hin, ich will, dass er ein richtiger Spieler wird! Verzieh dich einfach! Also gut, dann gehe ich jetzt. Na endlich! Also gut, doch noch Elfmeterschießen. So, und schon sind wir in unserer ersten Aufgabe in The Journey in FIFA 17. Und zwar mit unserem kleinen Alex Hunter sollen wir das Ding jetzt hier reinschweißen. Es geht um die Entscheidung im Elfmeterschießen. Und ich hätte gesagt, wir setzen den oben rechts mal souverän rein. Beste Mann.
Die erste von vielen. Hängen Sie hierher. Wird eine Trophäensammlung. Unser Sieg war ihm egal. Ich, geh jetzt lieber. Mom will sicher wissen, wie es war. Wir sehen uns Montag in der Schule. Gutes Spiel von dir heute, Gareth. Wirklich? Ja. Danke, bis dahin, Sir. Hey, Alex. Champions. Alles in Ordnung? Komm, was ist los? Fußball. Das will ich spielen. Wie du und wie Dad. Es gibt einen Unterschied zwischen Spiel und harter Arbeit. Wenn du es mit der Profikarriere ernst meinst, muss Fußball dein Leben sein. George Baker hat heute zugesehen. Er war beeindruckt. Der Scout? Ja. Hier. Der ist für dich. Ich habe damit mein 100. Tor gemacht. Februar 69, Coventry City auswärts. Volley mit links. Der saß wie eine Eins. Hier. Möge er dir Glück bringen. Sicher, Großvater. Oh ja. Ich werde täglich damit trainieren. Na gut, dann fang mal an. Es ist Zeit, Alex. So, und dann sind wir drin in the journey. Wir haben da den Elfmeter versenkt in unserem Stadtpokalfinale. Und jetzt sind wir älter, jetzt sind wir 7 Jahre später. Und jetzt geht's gleich zum Sichtungslehrgang. Ich denke, viele werden sich das hier schon angeguckt haben. Spieleinstellungen von der Schwierigkeit. Weltklasse, es ist mir hier zu schwer. Ja, Profi auch. Wir gehen erstmal auf Halbprofi. Wir sind ein Ausnahmetalent. Und das wollen wir zeigen und dafür muss ich eigentlich auf Halbprofi spielen. Aber wir gucken mal, wie es da dann läuft und das werden wir jetzt sehen. Wir gehen kurz in Social Media und wir haben ja schon über 1874 Follower und eben haben wir hier einmal Gareth Rocker, unseren Kumpel, bereit für den Sichtungslehrgang. Mr. Alex Hunter und ich wollen endlich los gegen Vorfreude und unsere Mutter Catherine Hunter. Viel Erfolg beim Sichtungslehrgang. Mr. Alex Hunter, mein Support hast du. Und dann haben wir hier noch den Sichtungslehrgang im Trending gesucht. Der nächste Superstar. Wer hält einen Profivertrag? Wer muss nach Hause gehen? Die Sichtungslehrgänge stehen an. Und dann noch Danny Williams, der ja schon einen Vertrag unterschrieben hat in der zweiten englischen Liga. Beim Sichtungslehrgang zeige ich den Möchtegerns, was Sache ist. Augen auf. The Williams kommt. Und dann haben wir alles abgearbeitet. Wir gehen rein am 1. Juli 2016. In den Sichtungslehrgang.
noch, Mann? Halt die Klappe. 4 Jahre auf der Akademie und heute geht es um alles. Dass wir mal bei einem Sichtungslehrgang dabei sein werden. So, und dann geht's schon in die Persönlichkeit. Alex, Persönlichkeit verändert sich anhand deiner Entscheidungen in Unterhaltungen. In jeder Unterhaltung kannst du dich für eine hitzköpfige, eine ausgeglichene oder eine coole Antwort entscheiden. Alex Persönlichkeit beeinflusst sein Verhältnis zu anderen Charakteren, und sein Temperament auf dem Platz. Cool, ausgeglichen, hitzköpfig. Ich würde sagen, wir reagieren mal ein bisschen hitzköpfig, weil wir wollen ja heute was erreichen. Welcher Akademie, Mann? Bei unserem Talent nehmen die uns sofort unter Vertrag. Hört zu, Jungs. Seht das nicht als Sichtungslehrgang, okay? Seht's als Chance zu beeindrucken. Geht da raus und zeigt, was ihr drauf habt. George Baker ist zwar hart, aber für gute Spieler hat er ein Auge. Und ihr seid genau das. Wann bist du so erwachsen geworden? Werd doch bloß hier, Mann. Hey. Heute geht's um dich, Alex. Schicke Karre, Mann! Und da stehen wir schon Williams gegenüber. Ja, wir bleiben hitzköpfig. Hey, komm her und sag das nochmal, Williams. Ich hab leider keine Zeit für dich. Ich muss nämlich in die Premier League. Kriegst doch eine Postkarte. Ignoriert ihn einfach. Euer Talent spricht für sich. Wieso hat der einen Profivertrag? Mann. Ihr Jungs seid heute hier, um zu beweisen, dass ihr die notwendigen Fähigkeiten für eine Profilaufbahn habt. In den letzten Jahren habt ihr trainiert und wart in diversen Fußballakademien. Aber aus irgendeinem Grund musstet ihr gehen. Und die Liga organisiert diese Sichtungslehrgänge, damit auch wirklich kein talentierter Nachwuchsspieler durchs Raster fällt. Das ist also eure Chance, mir zu beweisen und all den anderen Scouts aus dem ganzen Land, die hier sind, dass ihr alles habt, was man braucht, um Profi zu sein. Aber vergesst nicht, die meisten fallen durch. Für viele heißt das, heute wird der Weg zu Ende sein. Aber für manche ist das vielleicht der Anfang einer Profikarriere, auf die ihr hingearbeitet habt. Alles, was ihr tut, jede Drehung des Balls wird von uns verfolgt und entscheidet über eure Zukunft als Fußballer. Diese Jungs hinter mir haben schon ihren Profivertrag. Sie wissen, woran sie sind. Sie sind das Maß. Und heute werdet ihr gegen sie spielen. Also zeigt, was ihr könnt. Hey, Williams kommt wieder rüber zu dir. Was hat er für ein Problem? Mama und Papa haben ihm wohl sein Taschengeld gekürzt. Hunter. Hör zu, ich weiß, dass du dich selbst für eine Art multitalentierten Spieler hältst, der alles beherrscht. Aber heute wirst du dir die für dich beste Position aussuchen. Also gib dein Bestes, verstanden? Beeindrucke die Scouts, okay, Junge? Wie entscheidest du dich? So, jetzt müssen wir uns entscheiden, welche Position wir nehmen. Und wir nehmen den Stürmer. Ja. Gar keine Frage, wir wollen da vorne die Buden reinhauen, komme was wolle. Stürmer. Der Stürmer ist die vorderste Position auf dem Spielfeld. Er spielt entweder alleine oder mit einem Sturmpartner, steht bei den Angriffen im Mittelpunkt und soll Tore erzielen. Hauptattribute: Dribbling, Schießen und das Tempo. Du trittst in die Fußstapfen deines Großvaters, hm? Okay, Junge, dann mach ihn mal stolz. Gut, jetzt kommt.
Ein schnelles 11 gegen 11. Trennen wir die Männer von den Jungs. Und danach widmen wir uns Drills. Und einem weiteren Durchgang 11 gegen 11 für die besten Spieler. Okay, Jungs, dann zeigt, was ihr drauf habt. Übung Nummer 1. 11 gegen 11. Wir wollen natürlich unter die Top 11 kommen. Aktuell sind wir 15. Aber wir gehen rein in dieses 11 gegen 11. Und da wollen wir uns natürlich gleich mal beweisen, zeigen. Und bestmöglich natürlich das ein oder andere Tor dafür erzielen. Damit das auch was wird mit dem Erfolg. So. Sichtungslehrgang. Team 1 gegen Team 2. Trainingsplatz. Rein geht's. Und ja, ich bin gespannt, was wir hier in diesem 11 gegen 11 schon mal zeigen. Der Modus ist geil. Also das ist gar keine Frage. Die Frage ist halt, wie wird er ausgearbeitet? Das wird in FIFA 18 auch wieder eingeben. Das hat man ja schon gesagt bei FIFA. Das ist Alexander. Und das ist das Tor. 1:0. Und dann machen wir gleich mal unsere erste Bude hier. Schön gespielt. Und dann hat er gehalten, aber der Nachschuss ist dann drin. Gegen die Auswahl, die er schon Profiverträge hat. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, es soll ja für FIFA 18 genauso wieder ein The Journey geben. Oder halt einfach ein Story-Modus. Ich bin gespannt, wie der dann aussieht. Ob man eben da weitermacht, wo man jetzt aufgehört hat. Weil das wäre eigentlich das Beste und das Coolste. Ja, weil dann können wir einfach diese Serie hier auf meinem Kanal weiterziehen. Ja, die jetzt für ein bisschen Abwechslung sorgen soll. Ganz bewusst, weil wir haben aktuell nur die zwei Karriere mit, also einmal die Karriere mit dem FC Augsburg, dann die Karriere mit Schalke 04 und letztes Jahr kam mal ein Food Draft dazwischen drin, ja, und das habe ich eben dieses Jahr noch nicht, deswegen dachte ich mir, The Journey können wir mal machen, wenn da ein, zwei Folgen in der Woche kommen, ist das ein bisschen Abwechslung, ja, und dann kann man sich auch mal was anderes angucken, sonst wird es auch ein bisschen langweilig, von daher denke ich, ganz gute Idee soweit und ja, gucken wir mal. Walker verliert den Ball. Bleibt dran, aber Ball ist weg. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Folgen so eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Könnt ihr euch darauf einstellen? Ja, mal ein bisschen was Längeres, aber ja, heute eine Dreiviertelstunde, denn ich muss dann auch schon weiter. Kommt dann noch ein Versicherungsvertreter von mir. Da muss ich noch. Deswegen schaffe ich jetzt nur eine Dreiviertelstunde, aber das ist auch schon knapp, von daher. Walker, gut durchgesteckt, Mudoch! Aber der Versuch war eher ungefährlich. Dann gibt's Elfmeter, ja. Da komme ich stockvoll zu spät. Hier, zack. Klarer Elfer. Gar keine Frage. Williams darf gegen Alexander ran. Und er verschießt. Wunderbar. Habe ich mal wieder meine Elfer-Killer-Qualitäten gezeigt. Unter Beweis gestellt. Naja. Cameron. Smith. So, jetzt können wir mal wieder angreifen. Über Törlech. Walker, wieder rüber. Wieder Walker. Rüber auf Levels. Und dann ist das der nächste Elfmeter. Diesmal für uns. Den holen wir, denke ich, recht schlau raus. Sehen wir vielleicht nochmal das Foul. Klare Sache da gegen Levis. Und dann dürfen wir den leider nicht schießen. Ja, aber drin ist er trotzdem. Das zählt, das ist die Hauptsache. Elfmeter drin, 2:0. Cameron. Morrison. Gut. Foulspiel aber gibt Vorteil.
Smith überreicht. Gareth Walker. Oh, schade. So, meine Update-Datei ist auch fertig zu installieren. Schön. So. Nochmal ein Angriff, bevor das Ding hier vorbei ist. Walker. Kein Foul. Und dann ist rum. Ja, wir gewinnen 2 zu 0. Dieses 11 gegen 11. Spiel, als gäbe es keinen Morgen. Geben wir ihnen, was sie verdienen. Ich gebe alles, Mann. Mein Motto, alles oder nichts. So sieht's aus. Ja, und hier sehen wir den Rang. Ja, 30 Ränge gibt's. Wir haben eine exzellente Leistung gezeigt. Sind auf Platz 2. Ja, also ein Profivertrag. Das werde ich gerade noch so hinbekommen heute, Leute. Das wäre ja sonst schon sehr enttäuschend. Aber wir haben uns schon auf Platz 2 vorbearbeitet. Und jetzt geht's zur zweiten Übung. Es geht zu den Weitschüssen. Geben wir da auch gleich mal unser Bestes. Und zeigen wir, dass wir ein richtig guter Stürmer sind. Ja, Zeit noch, Gott sei Dank. Oh, schöner Treffer. Jawohl, auch der ist drin. Wunderbar. Oh, der... Schade, deutlich drüber. Ach komm. Jawohl, der sitzt auch nochmal und dann wieder eine exzellente Leistung. Allerdings Gareth Walker um gut 300 Punkte besser wie wir. Aber halb so wild, denke ich. Verdammt, Hunter. Was war das denn? Ach, du hast Videos über mich studiert. Ist angeboren, Mann. Ja, na und? Es kommt letztlich darauf an, was du daraus machst, okay? Ich? Ich komme in die Premier League. Dribbling-Parcours ist angesagt. Eure Ballkontrolle. Der Ball soll sich schnell und äußerst präzise bewegen. Zeigt, was ihr könnt. Das werden wir. Und dann gehen wir in die dritte Übung. Dribbling-Parcours. Wir müssen gegen den Sprinter antreten. Eigentlich ja ein unfaires Duell. Und ich verkack's. Und ich verkack's stockvoll. Komm, kack auf den einen Pfeil. Ja, das ist... Wow. Was eine Runde. Ich verkack's voll. Ja, es hilft nichts. Also ich werde sicherlich jetzt nicht hier sagen, ich benutze einen neuen Versuch, sondern so ist das Fußballgeschäft, da hättest du ja auch keine zweite Chance bekommen, von daher müssen wir das jetzt versuchen auszubessern, denn aktuell rutschen wir raus mit nur, wir sind jetzt nur noch Platz 12 und nur die Plätze 1 bis 10. Ja, komm weiter, wir müssen jetzt in den Steilpässen nochmal rausreißen. Passübungen. Ihr passt den Ball so präzise wie möglich. Fangen wir an.
Fangen wir an. Da sagt er was und dann gehen wir rein. Das war abseits. Der war relativ okay. Und drin ist er auch. Boah, der war gut. Der war doch mal gut. Wunderbar. Eieiei. Es tut mir unglaublich leid. Ich weiß nicht, was los ist jetzt. Ach, wir kriegen noch eine gut gemacht Leistung. Aber, Freunde, aber wir haben es immer noch nicht gepackt. Wir wären immer noch raus. Nur Platz 12. Es tut mir so leid. Eieiei. Angriff, 2 gegen 3. Jetzt wird's ernst. Eure letzte Chance, uns zu zeigen, was ihr könnt. Positionsspiel, Teamgeist. Es kann losgehen, Leute. Auf geht's, wir müssen sie jetzt rausreißen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Komm. Oh. Oh Mann. Der Druck steigt natürlich gerade. Unglaublich. Oh, der war schön. Wir packen es wieder nicht. Was ist jetzt? An diesem Punkt war ich noch nicht. Kriegen wir trotzdem nochmal die Chance zum 11 gegen 11? Jetzt wird's ernst. Jetzt spielen 11 gegen 11. Eure letzte Chance, uns zu zeigen, was ihr könnt. Positionsspiel, Technik, Teamgeist, das alles wollen wir hier sehen. Viel Erfolg, Leute. Los. Also wir brauchen jetzt ein Tor, wie schon im ersten 11 gegen 11. Ey, sonst sind wir raus. Ich habe heute mehr von dir erwartet, Hunter. Alles okay, Junge? Das Beste kommt zum Schluss. Hauptsache, sie verfolgen das 11 gegen 11 Spiel. Oh, das werde ich, Hunter. Mit Adleraugen. Es wird jetzt nochmal ziemlich ernst. Wir brauchen jetzt eine verdammt gute Leistung. Damit wir unseren Profivertrag bekommen. Gehen wir rein. Ja, nicht so. Ja, wir kriegen immerhin den Freistoß. Oh Mann. Das ist richtig peinlich, weil ich habe zweimal mit der Journey schon privat gespielt und dann nie Probleme gehabt im Sichtungslehrgang. Und jetzt durch diesen komischen Dribbling-Parcours, den ich ja voll verhauen habe, habe ich einiges kaputt gemacht. Aber vielleicht machen wir hier nochmal eine Bude, das wäre so wichtig. So, Angriff über rechts. Oder eine Torvorlage, denke ich, klingt auch nicht schlecht. Jawohl, die Torvorlage haben wir für Gareth Walker, für unseren Kumpel. Und er macht ihn dann souverän, auch sowas hilft. Das ist schon mal beruhigend jetzt.
Charles Smith. Tierlech. Alex Hunter. Super durchgesteckt wieder. Schade. Eckball. Bleibt beim 1-0 und jetzt wird die Partie wahrscheinlich so ein bisschen dahin trudeln. Jetzt nochmal, jetzt durch. Was ist denn jetzt? Jetzt gibt's einen Freistoß. Da, wo wir nochmal durch gewesen wären. Schieber. So beschiss. Oh! Jawohl. Ey. Das Schlimme ist, ja, wenn sich das jetzt jemand anguckt, der mich noch nicht kennt und der, ja, sein erstes Video ist, wo er von mir schaut, ey, der wird sich denken, den gucke ich nicht mehr an. Was spielt der denn zusammen? Und damit habt ihr vollkommen recht. Oder derjenige hat damit vollkommen recht. Aber ich kann es auch anders. Auch wenn ich es nur selten zeige. Oh. Hunter. Einwurf. Alice. Oh, der Versuch. Gut, gut, gut. Walker wieder und das war wohl kein Foul, aber der Ball will auch nicht rein. Vorteil gibt's da. Walker. Tellech, Morrison, Gillanders. Walker. Komm, ab. Walker, Walker. Und dann denke ich, ist hier Schluss? Oder müssten wir es eigentlich schon gepackt haben? Für einen Profivertrag. Gucken wir mal. Ja. Oh. Hohoho. Aber gerade so. Auf Platz 10 gerutscht. Puh. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Und da gibt es schon die nächste spielwichtige Entscheidung. Wähle deinen Spielstil. Übernimm das gesamte Team oder steuere nur Alexander, um die Story noch intensiver zu erleben. Du kannst dieses vor jeder Partie in der Mannschaftskabine erneut spielen. Wir spielen natürlich nur mit Hunter, mit Alex Hunter. Sehr gut, Leute. Ihr habt wirklich tollen Einsatz gezeigt. Harte Arbeit im Training ist der erste Schritt, um ein Profi zu werden. Und davon habe ich heute viel gesehen. Einige von euch sahen sogar wie echte Spieler aus. In den nächsten Tagen werden die Scouts ihre Bewertungsbögen durchgehen, so wie ich. Manche von euch haben vielleicht Glück und kriegen einen Vertrag. Aber auch wenn das Handy nicht klingelt, gebt nicht auf. Bleibt weiter dran. Verbessert euch. Wenn ein Rückschlag allein euch aus der Bahn wirft, ist Fußball nicht das Richtige für euch. Okay, Jungs, das war's für heute. Viel Glück euch allen. Hey, Gus, pass auf. Was tust hey. Du? Hey! Ach du, Hunter, du bist echt eine Nervensäge, hm? Wie nett? So viel Müll habe ich im Leben noch nie gehört. Oh, was soll ich sagen? Ich strebe nach Perfektion im Leben. Ja, das sehe ich, Mann. Du hast es zur perfekten Witzfigur geschafft. Weißt du, Hunter, vielleicht bist du gar nicht so öde, wie ich dachte. Hm.
Ich muss gleich zur Arbeit. Wird nicht mehr lange dauern. Denkst du, Alex geht es gut? Er hat viel über seinen Dad geredet in letzter Zeit. Vielleicht hat ihn der Druck des Sichtungslehrgangs etwas überfordert. Er hat gut gespielt heute. Hör mal, Catherine. Wegen Harold. Vielleicht hätte ich nicht ständig und immer zu allen Spielen reisen sollen. In mancher Saison war ich 10 Monate im Jahr fort. Aber du bist immer wieder gekommen, Jim. Du hast niemals deine Familie verlassen. Nein, ich folgte meinen Träumen. Harolds Verletzungen haben ihn letztendlich ruiniert. Ja, du konntest deinen Träumen nicht mehr folgen. Ich meine, du hast alles aufgegeben. Ich würde es wieder tun. Er will einfach so sein wie du. Unsere Eskorte. Hi. Hey, was sagst du, Großvater? Ja, das war eine super Leistung, Junge. Spitzenklasse, du warst phänomenal. Ich bin so stolz auf dich. Zu Recht, Mrs. Hunter. Vor allem, wenn es in der Familie liegt. Wuchtiger, zielstrebiger Stürmer, kampfstark, eiskalter Killer. Fast ein Vorläufer von Didier Drogba. 22 Tore, 68, 69. Sie sind Jim Hunter, richtig? Kenn ich Sie? Ich hatte früher Sammelkarten. Michael Taylor, Rising Stars Fußballagentur. Wir sind absolut die Richtigen für junge potenzielle Talente. Und ihr Jungs habt Talent ohne Ende. Ihr sucht einen Repräsentanten, ruft an. Tag oder Nacht, Weihnachten, wann immer. Klar, danke. Wir denken drüber nach. Kommt gut nach Haus. Von dem habe ich gehört. Den gab's schon, als dein Dad noch spielte. Wir sollten ihn anrufen. Na los. So, und jetzt sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, ich muss jetzt dann nämlich weiter und ich weiß nicht, wann wir wieder dazu kommen. Ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, wann wir wieder in den Bildschirm kommen, wann ich dann wieder einfach mal beenden kann. Und ja, die Folge ist jetzt fast 40 Minuten lang. Ich denke, das passt für die erste Folge. Wir haben den Sichtungslehrgang abgeschlossen und jetzt werden wir dann bald, hoffe ich, einen Profivertrag unterschreiben. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet bei The Journey und schaut mal bei Augsburg und Schalke vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sag Servus, euer Domis FIFA.